Der größte Horror im Fernsehen ist wohl die Langeweile von Börsennachrichten. Zwischen Horrorfilm und Börsen besteht tatsächlich ein Zusammenhang. Frankenstein, Dracula, King Kong, alles Kassenschlager während der Wirtschaftskrise von 1929. Die Nacht der lebenden Toten, Texas Kettensägenmassaker, Shining, Freitag der 13. Ebenfalls Blockbuster während Börsenflauten. Erholt sich der Markt, schauten die Menschen Mary Poppins, Peter Pan, Cinderella, Alice im Wunderland. Die Millenniumskrisen sind leider nicht mehr in dieser Studie, aber gucken wir uns das mal an. Die Dotcom-Blase platzt 2001 und zeitgleich beginnt mit Scary Movie, The Ring, Vorm Hell und vielen anderen Streifen eine neue Film-Horrorwelle, gefolgt von zahllosen Horrorfilmen in der Kriegszeit 2005. Sogar Edgar Allan Poe schrieb seine berühmtesten Geschichten während der Wirtschaftsflaute von 1834 bis 1842. Die Erklärung? Naja, Aktienkurse und Filme spiegeln gemeinsam gesellschaftliche Stimmungen wider. Wenn euch also die Börsennachrichten zu langweilig sind, schaut in die Kinocharts, dann erhaltet ihr die gleiche Information, nur viel spannender.